Willkommen zurück, Spürnasen, zu Phoenix Wright, Ace Attorney. Im letzten Part hat Miles Edgeworth gestanden, seinen Vater im Fall DL-6 ermordet zu haben. Aber wir glauben nicht daran. Es ist nur ein Traum, es ist nicht real. Miles Edgeworth ist unschuldig, aber wir müssen es beweisen. Und wir fangen mit seiner Zeugenaussage an. Zeugenaussage, der Fall DL-6. An jedem Tag ging ich ins Gericht, um einen Prozess meines Vaters anzusehen. Als wir gehen wollten, gab es ein Erdbeben und wir waren im Fahrstuhl gefangen. Mein Vater und Herr Yogi verloren die Fassung und fingen an zu streiten. In diesem Moment fiel etwas Schweres vor meine Füße. Ich hob es auf und warf es nach Herr Yogi. Ich wollte ihren Streit beenden. Ein Augenblick später gab es einen Schuss, dann einen Schrei. Es war ein schrecklicher Schrei. Ich erinnere mich bis heute an ihn. Das ist alles. Und bis heute dachten Sie, diese Erinnerung sei ein Traum? Wir waren 5 Stunden im Fahrstuhl gefangen. Der Sauerstoff wurde knapp im Fahrstuhl. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was passierte. Bah, die gleiche Behauptung wie die von Herr Yogi. Nun gut. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör bitte. Ja, Euer Ehren. Kreuzverhör. Jetzt geht's los. Wir greifen einfach alles an. Moment mal! Mit welchem Prozess hatte Ihr Vater an jenem Tag zu tun? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Nur noch an 2 Dinge. Ich weiß, dass mein Vater verlor und Herr von Kammer der Staatsanwalt war. Herr von Kammer? Sie waren mit dem Fall betraut? Das ist 15 Jahre her. Ich erinnere mich nicht mehr an Details. Das war, als Edgeworth auf das Problem bei von Kammers Beweisen hinwies. Moment mal! Es befanden sich also 3 Personen, Sie eingerechnet, im Fahrstuhl? Ja, mein Vater, Jani Yogi und ich. Am Anfang ging es uns gut, aber als dann die Zeit verging und keine Hilfe kam... Moment mal! Was haben Sie dann getan? Ich war damals 9 Jahre alt. Was konnte ich schon tun? Ich hatte Angst, ich zitterte in einer Ecke. Aber dann... Moment mal! Was war es? Eine Pistole. Ich nehme an, es war die des Gerichtsdieners Jani Yogi. Die Sicherung muss sich gelöst haben, als sie aus dem Holster fiel. Und Sie hoben es auf. Was passierte danach? Moment mal! Wussten Sie, dass es eine Pistole war, als Sie sie warfen? Ich glaube, ich wusste es. Ich wusste, dass es gefährlich war. Aber die Luft wurde so schlecht, ich bekam Panik. Also, Sie sagen, Sie haben die Pistole nach Herr Yogi geworfen. Ich war benommen. Moment mal! Die Pistole gab einen Schuss ab? Ja. Ich glaube, ich verlor nach dem Wurf das Bewusstsein. Seitdem hallen sie in meinem Kopf jeden Tag. Der Schuss und dieser schreckliche Schrei. Der Schrei. Moment mal. Bis heute? Ja, ich kann ihn praktisch jetzt hören. Ich bezweifle, dass ich diesen Schrei in meinem Leben jemals vergessen werde. Das ist es. Ein Teil dieser Aussage ist ganz klar widersprüchlich zu den Beweisen. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich find's besser heraus, und zwar schnell. Okay, gehen wir nochmal die Beweise durch. DL-6 Akte. Ein Hinweis zum Tatort. Die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert. Das klingt doch schon wieder total verdächtig. Und Herr Edgeworth berichtet nur von einem Schuss? Einen Schuss, das möchte ich mal hier ein bisschen in Frage stellen. Einspruch! Sind Sie sicher, dass Sie nur einen Schuss hörten? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich hörte den Schuss und den Schrei. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war bewusstlos, bis die Rettungskräfte kamen. Ich verstehe. Aber das ergibt keinen Sinn. Sehen Sie sich die Akte noch einmal an.
Das widerspricht eindeutig der Zeugenaussage. Einspruch. Es macht Ihnen Spaß, diese Akte herauszukramen, nicht? Ich akzeptiere diesen Beweis nicht, außer Sie können uns die relevante Seite nennen. Ich muss kurz... Die des Opfers. Welche Seite widerspricht Miles Edgeworths Aussage? Daten über das Opfer. Sehen Sie in der Akte unter Daten über das Opfer nach. Dort steht klar und deutlich, die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert. Miles Edgeworth hörte aber nur einen Schuss. Die Mordwaffe wurde jedoch 2-mal abgefeuert. Der erste Schuss löste sich versehentlich, als die Pistole geworfen wurde. Wer also feuerte den zweiten Schuss ab? Vielleicht gab es eine weitere Person, die die Pistole das zweite Mal abfeuerte? Einspruch! Euer Ehren, Sie wissen ja, dieser Vorfall liegt 15 Jahre zurück. Die Beweise sind veraltet. Die Pistole wurde 2-mal abgefeuert. Wir wissen jedoch nicht, wann der zweite Schuss abgefeuert wurde. Er könnte am Tag davor abgefeuert worden sein. Es gibt keine Beweise, dass der zweite Schuss etwas mit dem Vorfall zu tun hat. Was? Ich verstehe. Sie haben recht. Herr Wright, die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert, wie wir wissen. Einer dieser Schüsse wurde vom Angeklagten abgegeben, damals noch ein kleiner Junge. Können Sie beweisen, dass der andere Schuss etwas mit dem Fall zu tun hat? Natürlich, das müssen wir. Euer Ehren, ich denke, dass ich es Ihnen beweisen kann. Was? Unmöglich. Aber, Herr von Karma, beruhigen Sie sich, Sie haben den Beweis noch nicht gesehen. Nun gut, Herr Wright, zeigen Sie uns Ihren Beweis. Womit können Sie beweisen, dass das Einschussloch etwas mit diesem Fall zu tun hat? Ich würde sagen, wir nehmen das DL-6-Foto. Wir können nämlich hier einmal Gregory Edgeworth ins Herz geschossen sehen. Aber, guckt euch das mal an. Was ist das denn? Das sieht doch für mich wie ein Einschussloch aus. Nimm das! Sehen Sie dieses Foto. Das ist ein Foto des Tatorts vor 15 Jahren. Ich sehe, das Opfer, das da liegt, ist Gregory Edgeworth. Es beweist, dass die Mordwaffe zum Zeitpunkt des Vorfalls 2-mal abgefeuert wurde. Dieses Foto beweist es. Ich stelle klar, dieses Foto beweist also, dass es 2 Schüsse waren. Wie? Euer Ehren, bitte sehen Sie doch. Benutzen Sie die Augen, die Gott Ihnen geschenkt hat. Widerspruch auf dem Foto zeigen. Und zwar da oben. Nimm das! Es ist offensichtlich, der Widerspruch liegt hier. Ich verstehe. Das Einschussloch in der Tür. Euer Ehren, Gregory Edgeworth wurde durch einen Schuss aus der Pistole getötet. Aber es gibt auch ein Einschussloch in der Tür des Fahrstuhls. Wie wir wissen, wurde die Mordwaffe 2-mal abgefeuert. Also, jemand anderes als Edgeworth gab den zweiten Schuss ab. Ruhe. Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Ganz einfach, Euer Ehren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurden 2 Schüsse abgefeuert. Einer traf Gregory Edgeworth ins Herz. Der andere traf die Tür des Fahrstuhls. Wie Sie wissen, verlor der Angeklagte nach dem ersten Schuss das Bewusstsein. Das heißt, wir müssen annehmen, dass der zweite Schuss von jemand anderem abgegeben wurde. Herr Wright, aber wer könnte das gewesen sein? Natürlich der Mörder. Einspruch. Ich wusste, ich hätte eingreifen sollen, bevor Ihre Fantasien zu wild werden. Herr Wright, sehen Sie sich noch einmal den Fall DL-6 an, ganz genau. Auf der Seite Fallübersicht. Die Fallübersicht ist auf Seite 1. Sehen Sie, was da geschrieben steht. Es wurden keine Spuren am Tatort gefunden. Wenn die Pistole wirklich 2-mal abgefeuert wurde, dann wäre die andere Kugel am Tatort gefunden worden. Er hat recht. Die zweite Kugel ist nie gefunden worden. Warum? Weil die zweite Kugel nicht existiert. Die Kugel, die Gregory Edgeworth tötete, stammte von seinem eigenen Sohn. Das ist die Wahrheit in diesem Fall. Die ganze Wahrheit. Das Einschussloch in der Tür stammte zweifelsohne von etwas anderem. Von etwas anderem? Sollen wir das dem wirklich glauben? Ruhe im Gerichtssaal. Herr Wright hat uns eine Sache klar bewiesen.
Die Mordwaffe wurde zum Zeitpunkt des Vorfalls zweimal abgefeuert. Wie dem auch sei. Wie Herr von Karma sagte, wurde die zweite Kugel nie gefunden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Polizei die zweite Kugel übersehen hat. Also ist alles, was wir haben, die eine Kugel, die abgefeuert wurde. Leider muss ich den Antrag der Verteidigung ablehnen. Ich gratuliere dem Richter für seinen weisen Entschluss. Wie ist das möglich? Ich kann nicht glauben, dass die zweite Kugel nicht existiert. Habe ich mich geirrt? Habe ich mich bei allem geirrt? Was tust du denn, Nick? Warum erhebst du keinen Einspruch? Es tut mir leid, Maya. Was? Ich habe mich wohl geirrt. Nick? Wenn die zweite Kugel nicht gefunden wurde, stimmen meine ganzen Vermutungen nicht. Nein! Du hast es uns versprochen, Nick! Edgeworth soll doch freigesprochen werden. Es tut mir leid. Als ich das Foto sah, dachte ich nur, dass zwei Schüsse abgefeuert wurden. Ich war überzeugt davon. Ich dachte, ich hatte gewonnen. Ich dachte, es gab eine weitere Person, die den tödlichen Schuss abfeuerte. Aber jetzt? Ich lag falsch, als ich dachte, es sei so einfach. Dieser Fall ist seit 15 Jahren ungelöst. Nick! Nun, es sieht so aus, als hätten wir diesen Vorfall geklärt. Es wurde nur eine Kugel am Tatort gefunden. Dieser Schuss wurde von Miles Edgeworth abgegeben. Ganz genau. Ich würde Miles Edgeworth gern noch eine Sache fragen, bevor ich das Urteil verkünde. Sind Sie dem Prozess soweit gefolgt? Ja, Euer Ehren. Haben Sie irgendwelche Einsprüche? Nein, ich habe keine. Also, haben Sie Ihren Vater ermordet, obwohl dies nicht Ihre Absicht war? Ja. Oh nein, er gesteht es. Nun gut, die Verjährungsfrist im Fall von Gregory Edgeworth läuft heute aus. Deshalb muss ich heute gegenüber dem Angeklagten ein Urteil sprechen. Hier. Und jetzt? In der Tat. Gibt es noch irgendwelche Einsprüche? Hier waren wir schon mal. Es ist wie an meinem ersten Tag im Gericht. Es gibt so viele Dinge, die ich sagen sollte. Aber mir fällt nichts ein. Mir fehlen die Worte. Herr Wright? Oh mein Gott. Wir müssen Einspruch erheben. Einspruch! Euer Ehren. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Alright, wogegen erheben Sie Einspruch, Nick? Ich weiß nicht, sein Fall ist perfekt. Oh nein. Es muss sie geben. Die zweite Kugel. Hä? Was? Was hast du gerade gesagt? Nichts. Es muss die zweite Kugel geben. Aber wo? Jemand hat sie genommen. Durchs Warten bekommen wir anscheinend auch keine Antworten von Herr Wright. Warten Sie, Euer Ehren! Die zweite Kugel, sie existiert! Was? Uns wurde aber gerade bewiesen, dass sie nicht existiert. Ich bin mir darüber im Klaren, Euer Ehren. Ich fische hier wirklich im Trüben. Es ist nur so, dass jemand sie vom Tatort entfernte. So war's. Aber wer? Der Mörder! Einspruch! Der Mörder! Dann sagen Sie uns, wer ist dieser Mörder? Ich denke noch darüber nach. Also nahm der Verbrecher die zweite Kugel. Warum sollte er das tun? Hä? Vor allem, wie sollte er sie gefunden haben? Es ist nicht leicht, eine verirrte Kugel zu finden, Herr Wright. Gab es für den Mörder einen zwingenden Grund, nach der Kugel zu suchen? Der Mörder musste sie finden. Natürlich gab es einen Grund, deshalb nahm er sie. Bah, welchen Grund hätte er haben können? Nun, der Mörder nahm die Kugel vom Tatort mit, weil... Ja, ich würde mal sagen, die Kugel wäre ein Beweis. Vielleicht dachte er, die Kugel wäre ein Beweis. Ein Beweis? Es war eine spezielle Kugel, deshalb nahm er sie mit. Einspruch. Wäre das der Fall gewesen, hätte er die Kugel aus Gregorys Leiche auch genommen. Hä? Warum sollte er nur eine der beiden Kugeln mitnehmen? Oh, stimmt. Herr Wright, haben Sie das wirklich gut durchdacht? Ich werde Sie dafür bestrafen müssen. Aua! Mano! Das läuft nicht sehr gut.
Ja, er musste sie finden und er musste vorsichtig sein. Natürlich gab es einen Grund. Nee, warte mal. Wenn er schon dort anfängt, dann... Ach, jetzt habe ich auch wieder falsch geklickt. Es gab an sich keinen Grund, diese Kugeln mitzunehmen. Aber warum? Das werden wir im nächsten Part klären. Bis dann.